starten im heutigen Video einfach mal alle Superheldenautos in GTA 5 klauen. Und mit alle meine ich wirklich alle. Also wir haben dabei unter anderem Superman, Iron Man, dann haben wir noch Spider-Man bis hin zu Batman, Flash, Captain America und noch weitere Superhelden. Also Leute, das Ganze dürft ihr nicht verpassen. Bleibt wie immer bis zum Ende dran und schreibt gerne alle mal jetzt in die Kommentare, welcher euer Lieblings-Superheld ist. Ansonsten sprengt den Like-Button. Vielleicht schaffen wir 10.000 Likes. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge GTA 5. So, Freunde, wir sind endlich in GTA 5 angekommen. Und ja, ihr könnt es schon sehen, ich befinde mich gerade einfach mal auf so einem Berg hier irgendwo nirgendwo. Also, das denkt ihr zumindest, denn ich habe mich schon gut vorbereitet. Ihr seht, ich habe ein cooles Auto am Start. Ich habe eine richtig krasse Sniper am Start. Denn Leute, wie ihr wisst, werden wir heute einfach mal alle Superheldenautos klauen. Und ich habe da auch schon unser erstes Opfer gefunden. Leute, bitte gönnt euch einfach mal diese Mega-Villa. Ich weiß nicht, wie man so viel Geld haben kann. Ich meine, diese Villa hat einen privaten Flugzeuglandeplatz, dann einen privaten Helikopterlandeplatz, eine private Zufahrt über mehrere hundert Meter. Also ich schätze, diese Villa ist mehrere hundert Millionen wert. Und bevor ihr euch jetzt fragt, wer da drin wohnt, tja, da wohnt niemand Geringeres als Superman, Leute. Ihr habt richtig gehört. Das ist die Megamenschen von Superman, denn der ist auch einfach mal unser erstes Opfer. Ich meine, irgendjemand muss es ja treffen. Und deswegen habe ich ihn gerade schon ein bisschen gespottet, habe geguckt, was da so abgeht. Weil wenn ich das richtig gesehen habe, hat er auf jeden Fall einige Security-Leute am Start, die wir gleich ausschalten müssen. Aber ich sage euch ehrlich, das ist mir sowas von egal. Diese Superhelden-Autos lassen sich nachher für mehrere Milliarden verkaufen. Und ich meine, dafür nehme ich auch gern ein paar Menschen in Kauf. Ich meine, Junge, ich werde nie wieder so schnell Geld verdienen. So, und was willst du jetzt von mir, Kollege? Du willst mich also verpetzen jetzt schon? Bruder, ey, wirklich Polizei rufen, Junge. Junge, hier wird keine Polizei gerufen, Junge. Auflegen, Junge. Du 31er, er hat wirklich Bullen gerufen. Ich habe direkt einen Stern bekommen. So, okay, Leute, wir haben uns beruhigt, aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir haben mehrere Superhelden, von denen wir heute die Autos klauen müssen. Und, Digga, Bruder, was ist das für eine Villa? Digga, ich bin auch echt ein bisschen aufgeregt. Ich meine, wir beklauen einfach einen Superhelden. Was ist, wenn Superman das mitbekommt und uns einfach mit seinen Laseraugen eins auf den Dötz gibt? Ich glaube, das wäre nicht so cool, Leute. Aber okay, wir gucken uns das Ganze jetzt mal ganz in Ruhe an. Hier ist einfach der Eingang von Supermans Villa. So, ich sehe nur gerade, Leute, der hat auf jeden Fall auch eine Alarmanlage. Ich glaube, die müssen wir erstmal ausschalten, ne? Ey, Junge, du 31er, was fährst du mich um? So, dafür nehmen wir uns einmal ganz kurz Sprengstoff. Ich meine, die Villa ist da oben. Das sollte man hoffentlich nicht hören hier unten, ne? Ihr seht, die Sensoren haben uns auch erkannt. Das Tor ist aufgegangen. Das heißt, wir platzieren jetzt einmal hier unsere Sprengstoffbombe. Oh mein Gott, es wird so einen Knall geben. Oh! Okay, Leute, jetzt oder nie, es hat funktioniert. Alarmanlage müsste deaktiviert sein. Jetzt würde ich sagen, können wir auch entspannt hochfahren. Ihr seht, die Kamera liegt einfach hier auf dem Boden jetzt. Okay, ich würde sagen, wir fahren rein. Und Bruder, was ist das für eine Einfahrt, Junge? Okay, komm, Freunde, letzte Strecke. Wir sind so gut wie da. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Was ist, wenn da jetzt... Oh nein. Ich wusste es, das ist einfach Security, Leute. Ich meinte ja schon am Berg, ich habe da ein paar Security-Leute gesehen. Okay, wartet kurz, Leute. Ich park mal mein Auto lieber hier, nicht, dass sie das gleich noch hören. Ich meine, man hört ja, wenn ein Auto kommt. Deswegen schleiche ich mich jetzt lieber zu Fuß an. Okay, da auf dem Dach sind Security. So, und ansonsten, was ist das? Das ist eine riesen Garage oder so. Und oh mein Gott, Leute. Ich glaube, da hinten steht sogar das erste Auto. Wartet mal. Ich glaube, die Securities da bewachen das Auto von Superman, Bro. Digga, das ist einfach irgend so ein richtig krasser Bugatti. Auch in der Superman-Farbe, Bruder. Aber okay, wir müssen da irgendwie hinkommen. Ich meine, hier sind überall Wachen. Aber Bro, was hat der hier auch für eine krasse Villa? Die Frage ist nur, ist Superman selber zu Hause? Warte mal, da ist auch Security. Nein, warte mal. Warte mal. Das ist einfach Superman, Leute. Und der macht gerade Sit-Ups.
Okay, ich verstehe. Superman muss ja auch fit bleiben, deswegen macht er wahrscheinlich gerade ein bisschen Sport und lässt sich dabei von seinen Wachen beobachten. Aber Leute, ich sag euch ehrlich, die Wachen können nichts gegen einen Auftragsmörder Lumex machen. Ich hole jetzt hier einfach meine Pistole raus, Junge, und dann werde ich die alle abballern und dann klauen wir sein verdammtes Auto. Okay, ich würde sagen, wir schalten zuerst den aus. Der kriegt einfach einen gekonnten Schlag auf den Kopf, Junge. Pass auf. Und jetzt! Bam! Oh, okay. Das ist der erste. So, und jetzt würde ich sagen, seid ihr hier oben dran. 3, 2, 1, aus die Maus! Bam! 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 Also, wie der Traubensaft da jetzt hingekommen ist, weiß ich ehrlich nicht. Aber okay, ich glaube, Superman hat soweit nichts mitbekommen. Der macht immer noch seine Sit-Ups. Sollte er ruhig mal weiter Sport machen. Ich hole mir jetzt seinen Superman Bugatti. Oh mein Gott. Der wird so viele Milliarden wert sein. Nur schade, dass der von Wachen bewacht wird. Warte mal, Wachen? Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Was für Wachen? Aus die Maus! Also ich glaube, das ging schnell. So, und jetzt nichts wie rein ins Auto, Junge. Oh mein Gott, wir haben es, Leute. Wir haben es, das erste Superhelden-Auto. Oh, Digga. Und ich meine, guckt euch das an. Das ist einfach mein Superman-Bugatti. Und solange du da Sport machst, klaue ich dein Auto, du Vollidiot. Und die Wachen waren auch von gestern. Hier, Junge, weg mit euch. Und jetzt nichts wie weg hier, Leute. Oh, oh mein Gott, ist der schnell. Bruder, wie schnell ist dein Auto? Oh mein Gott. Wir haben einfach das erste Superhelden-Auto. Und oh mein Gott, der ist so schnell. Ich glaube, das ist so ein Bugatti... Oh, wie heißt der? Bugatti Bowlight oder so. Ich will es jetzt nicht falsch aussprechen, aber Bruder... Polizei ist direkt da. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Nein, die Alarmanlage scheint angegangen zu sein. Oder irgendein Wache, der überlebt hat, hat die Polizei gerufen. Aber wisst ihr was? Wir ziehen jetzt durch hier mit dem Superhelden Bugatti. Den bringen wir jetzt direkt zum Grundstück, Leute. Und dann haben wir einfach das erste Superhelden-Auto geklaut, Digga. Ich glaub's nicht. Aber okay, Leute. Wir sind bei meinem Grundstück angekommen. Ich würde sagen, wir machen einmal das Tor auf. Und dann stellen wir direkt das erste Superhelden-Auto ab, Leute. Wir haben's. Ja, Mann. Superman, dein Auto ist meins. Sterne sind wir auch los, Leute. Oh mein Gott, das war ja mal richtig easy. Das heißt, es wird direkt Zeit für das nächste Superhelden-Auto. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg und dann sehen wir uns direkt wieder, Leute. Okay, Leute. Wir müssten eigentlich so gut wie da sein. Ich habe mir auch jetzt von irgendjemandem einfach so ein Motorrad geklaut. Aber wenn ich nicht falsch liege... müsste hier links die nächste Superhelden-Base sein, Leute. Und wenn ich das richtig sehe, steht da auch schon wieder Security. Wir müssen erstmal auf ganz normal vorbeifahren. Wie als wären wir hier ganz normal im Straßenverkehr. Und dann gucken wir erstmal, Bruder, was ist das denn für eine Base? Digga, warte mal. Leute, wenn ich nicht komplett falsch liege, müsste das einfach mal die Iron Man-Base sein. Wir... guck mal. Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist ja einfach mal wirklich die Iron Man Base. Oder ich dachte, die Superman Base ist krass. Aber nein, da ist wieder überall Security, Leute. Ja, er hat doch einen Helikopter und alles. Ja, okay. Okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir da halt irgendwie reinkommen, Leute. Wir können ja die Security nicht einfach abballern, weil hier ist halt Straßenverkehr. Das könnte halt jeder mitbekommen. Das heißt, wir müssen das diesmal ein bisschen anders machen. Und zwar müssen wir, glaube ich, erstmal am besten hier auf den Berg hochfahren. Ich glaube, wir müssen die wegsnipen mit einer Sniper. Das heißt, wir fahren hier einfach mal kurz auf den Berg hoch. Dann klettern wir einfach mal ganz kurz hier hoch auf das Silo. Und dann sollten wir da, denke ich, eine gute Aussicht haben. Digga, ich bin schon wieder ein bisschen aufgeregt, ich sag euch. Okay, ich hole die Sniper raus und Bruder, was ist das für eine Base? Ich bin auch gespannt, was Iron Man für ein Auto auf Lager hat. Ich würde nur sagen, wir schalten jetzt erstmal die Security aus in 3, 2, 1 und BAM! Weg mit dir, der nächste! BAM! Okay, die Security am Eingang ist weg, Leute. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt schnell nach unten. Dann würde ich sagen, holen wir uns das nächste Auto. So, okay, Leute, jetzt oder nie. Los geht's. Komm schon, komm schon, komm schon. Los geht's, los geht's. Okay, soll ich einfach reinfahren? Okay, komm, wir fahren rein. Weil ich höre auch gerade Polizei, wir haben einen Stern bekommen. Oh mein Gott, wir sind drin. Wir sind drin. Nein, das sind Wachen, nein, nein, nein. Aber wir müssen aufpassen, Leute. Hier sind halt immer noch Securities. Junge, die Base ist so gut bewacht, Bro. Was machen wir jetzt? Digga, Leute, ich nehme einfach MP. Wir drive-bind die einfach. Komm, 3, 2, 1, Action. Komm, los geht's.
ihr die was machen könnt, hab ich die lange weggeballert, Junge! Ja. So kann man's auch machen. So, okay, ich würde sagen, den Rest machen wir zu Fuß, Leute. Wir müssen nämlich jetzt echt aufpassen, da ist überall noch Security. Die schleichen uns langsam ran. Wir machen das anders, wir klettern hier drüber. Zack. Und dann würde ich sagen, machen wir dem Kollegen da eine kleine Überraschung. Aufstehen, Junge, und schlafen gehen. Okay, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal weiter, was uns da wartet. Und da ist wieder übel viel Security. Das heißt, da muss da jetzt ein richtig krasses Auto sein. Leute, da steht ein Auto und da steht doch Iron Man. Leute, da oben ist Iron Man. Was macht der? Hä, der telefoniert irgendwie. Hä, mit wem telefoniert der? Aber das ist gut, Leute. Wenn Iron Man telefoniert und beschäftigt ist, können wir so lange sein Auto klauen. Und Bruder, was ist das für ein Auto? Was ist das denn für eine Schmalspurkarre? Warum wird die von so vielen Leuten bewacht? Digga, das ist ja... Hä? Wir müssen nur gucken, dass wir die Wache irgendwie ausschalten, ohne dass er es mitbekommt. Oder wir schalten Iron Man direkt aus. Aber das bringt nichts. Er hat eine krasse... Iron Man, Bro. Okay, ich glaube, das Problem hat sich von selbst gelöst. Das heißt, ich würde sagen, wir stürmen hier jetzt rein. 3, 2, 1, weg mit euch! Ja! Okay, Freunde? Nein, Alarm! Alarm! Nein, wir haben 3 Sterne. Alarm ist angegangen. Nein, die Base ist so krass. Okay, wir müssen fahren, Leute. Wir haben sein Auto, aber Bruder, was ist das für eine Schmalspurkarre, Junge? Bruder, wobei? Hä, warum ist sie so schnell? Ich glaube, der hat die illegal hochtunen lassen, Leute. Okay, Polizei ist da. Wir müssen Polizei entkommen, Leute. Nein. Hä, aber schaut mal. Wie schnell ist das Auto? Das ist übel schnell. Oh, das hat Nitro. Hä, schaut mal, als wenn das Nitro hat. Lol. Es hat einfach Nitro. Warte mal. Bro, warte mal. Lol. Hat sich das gerade transformiert? Wir fliegen auf einmal. Niemals. Okay, ich nehme alles zurück. Iron Man hat keine Schmalspurkarre. Er hat das krasseste Auto. Hä? Lol. Guck mal. Und rechts. Was? Wir sind gleich bei 1000. 1000 km/h. 1300. Was ist das? Das Ding ist schneller als ein Düsenjet, Leute. Iron Man hat einfach ein fliegendes Auto, was schneller ist als ein Düsenjet, Bro. Ja, oh mein Gott. Leute, sein Auto kann einfach fliegen. Hat Nitro. Können wir uns auch zurück transformieren? Wartet mal. Lol, hier, schaut. Wir sind wieder ein Auto. Wir sind einfach wieder zum Auto geworden. Und warte mal. Hat der Waffen? Der hat einfach eingebaute LMGs. Lol. Er kann auch Raketen schießen. Okay, ich nehme alles zurück. Iron Man, keine Ahnung, was du hier für ein Undercover-Auto hast. Aber es ist geisteskrank. Es hat eingebaute Waffen, Leute. Hier, gönnt euch das. Und jetzt können wir einfach das Auto auf einmal fliegen lassen. Tja, ich würde sagen, wir fliegen jetzt zu unserer Base. Und dann tüten wir direkt das nächste Superhelden-Auto ein, Leute. Let's go. So, okay. Wir sind so gut wie da, Freunde. Let's go. Und da wartet schon unser Superman-Auto. Und dem leisten wir jetzt Gesellschaft. Oh nein. Polizei ist hier. Nein, die dürfen die Autos nicht finden. Oh, Glück gehabt. Die sind gerade weggegangen, Freunde. Guckt euch das an. Wir haben das nächste Superhelden-Auto. Superman und Iron Man. Bruder, das läuft doch wie am Schnürchen, Junge. Sehr krass, Leute. Das heißt, wir können direkt zum nächsten Superhelden-Auto übergehen. Ich würde sagen, wir klauen jetzt das nächste Auto, Junge. Okay, Ladies and Gentlemen. Wir sind an der nächsten Superhelden-Base angekommen. Die ist auch wieder irgendwo um nirgendwo. Und bevor ihr jetzt fragt, um welchen Superhelden es sich als nächstes handelt, ich glaube, die Farbe des Autos sagt schon mal alles. Und zwar handelt es sich hierbei um die Farbe grün. Das heißt, es geht um niemand Geringeres als um Hulk. Und ich hätte es wissen müssen, Leute. Ihr seht, Hulk hat kein normales Supercar. Digga, was ist das? Das ist einfach mal irgendwie so ein XXXXL Monster Truck. Und ich bin ein ganz normaler Passant, der die Straße überquert. Weil ich sehe, da ist wieder überall Security, Digga. Das gibt's nicht. Bruder, ich will das Auto haben. Wie geil ist das? Das ist einfach so ein richtig krasser Monster Truck. Meinst du, ich kann dir ein bisschen helfen hier beim Aufpassen? Oder meinst du, das ist ein Problem für dich? Hä? Ja. Ey, meint ihr, der da oben hat das gesehen? Oh.
Ach so, wie es aussieht, hat er es nicht gesehen. Okay, dann würde ich sagen, wenn wir einmal dabei sind, können wir auch direkt den nächsten ausschalten, Junge. Okay, jetzt leben nur noch die zwei Leute. Ah, was machen wir? Wir müssen die auch noch irgendwie ummetzeln. Ich brauche dieses Auto. Aber eine viel bessere Frage, wo ist Hulk eigentlich? Ich habe ein bisschen Angst, dass er mich aufisst, wenn er mitbekommt, dass ich sein Auto klaue. Ich würde sagen, wir gehen das Ganze einfach schnell an. Wir machen einfach Licht aus und machen bam, 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 weg mit dir, Junge. Digga, das ist voll einfach, Junge. Die Security ist ja richtig lahmarschig, Alter. So, und da ist das nächste Superheldenauto. Oh mein Gott. Digga, was ist das für Geräusche? Es kommt von da drüben. Bro, Bruder. Der ist einfach Hulk. Und er trainiert, er macht gerade Liegestütze. Er darf uns nicht sehen. Er darf uns nicht sehen, Leute. Hulk ist einer der krassesten Superhelden aller Zeiten. Digga, meint ihr, wir können vielleicht irgendwas aus seinem Haus hier klauen? Digga, voll chillig. Er hat einen eigenen Pool sogar. Oh mein Gott. Leute, ich bin direkt vor Hulk. Wie riesig ist er denn? Meinen die, wir sollen Hulk kurz schlafen schicken? So eine C4-Bombe tut ihm ja nichts. Er ist ja groß. Er wird maximal einschlafen. Wir werden es herausfinden. 3, 2, 1, Feuer! Er lebt noch. Ey, Leute, ich glaube, das war gar keine gute Idee, da eine Bombe hinzuwerfen. Oh, wo kommt er denn her? Ah! Okay, Leute, ich glaube, Hulk will uns verprügeln. Okay, wir sollten lieber schnell sein Auto klauen. Er steht da. Oh, steig ein. Gib Gas. Wir müssen weg hier. Wow. Leute, wir haben das nächste Superheldenauto. Hulk, wir sehen uns nie wieder. Und dein Auto wirst du auch nie wiedersehen. Ey, ich will echt nicht wissen, wie viele Milliarden wir für das Teil hier bekommen. Und Bruder, für so einen Monster-Truck ist sie auch übertrieben schnell. Und wir können ja einfach so Berge damit hochfahren. Junge, das Ding ist so OP. Okay, Leute, let's go. Wir sind in unserer Base angekommen. Und ich würde sagen, wir stellen hier direkt das nächste Superhelden-Auto ab. Junge, das nimmt gefühlt den halben Parkplatz ein. Also, wir haben jetzt das Superman-Auto, das Iron-Man-Auto und das Hulk-Auto. Digga, Leute, wir haben locker gerade schon Autos hier im Wert von 7 oder 8 Milliarden. Ne? So, ich gucke jetzt mal, dass wir das Auto hier irgendwie grob geparkt kriegen. Ne? Und damit würde ich sagen, haben wir den nächsten Superhelden erfolgreich abgezogen. Deshalb würde ich sagen, Leute, machen wir uns jetzt direkt auf den Weg zum nächsten Superhelden. Und dann werden wir das nächste Superhelden-Auto klauen. Let's go! So, Freunde, wir sind endlich angekommen. Also, ich zeige euch direkt, was ich da so im Auge habe. Und zwar habe ich mir hier oben schon so einen kleinen Überblick gemacht. Ihr seht nämlich schon vor mir, befindet sich wieder eine richtig krasse Villa. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, müsste das Anwesen von Spider-Man sein, Leute. Ja, der hat nämlich unter anderem hier so ein kleines Geheimversteck, wo er hoffentlich auch die ein oder anderen Autos versteckt hat. Und ich sehe, er hat hier auf jeden Fall Security aufgestellt. Das heißt, da muss irgendwas versteckt sein. Und, lol, was ist das denn? Ist das Spider-Man? Ich glaube, der meditiert gerade oder so. Ich glaube, der wird gerade zur Spinne. Der genießt anscheinend gerade die Sonne. Ey, Leute, ich würde sagen, wir warten hier gar nicht lang, sondern wir klauen jetzt das nächste Superheldenauto. Ich habe auch eigentlich einen Fallschirm dabei. Also, worauf warten wir? Los geht's! Oh mein Gott. Hier, guckt euch das an. Das wird ein richtiger Angriff. Agent Lumix am Start. Wow. Junge, das war eigentlich nicht geplant, dass ich hier mit einem Fallschirm geflogen komme. Oh, ich hoffe, Spidey sieht mich nicht. Landung! Hi Jungs! Ja, ich gesell mich gern mal zur Runde. Ich bin der Gärtner von Spidey. Ich kümmere mich um die Pflanzen und so. Was macht ihr so? Aufpassen, dass keine Verbrecher hier reinkommen. Ja, Jungs. Ihr macht echt einen guten Job, Mann. Leute, soll ich jetzt einfach meine Waffe rausholen und. Oder soll ich sie einfach verprügeln? Einfach so. So eine Schelle geben, so. Ey, das war aus Versehen, Mann. Und das war auch aus Versehen. Und das auch. Ich hab die nur vorübergehend schlafen geschickt, ja? Oh, warte mal. Ich sehe, da draußen sind auch noch Securities. Und da ist auch noch einer. Und da oben sitzt Spider-Man und meditiert. Der kriegt sowieso nichts mit. Und ich glaube, hier runter geht's zur Garage, Leute. Da muss irgendein krasses Auto sein. Es tut mir echt leid, aber ich muss das machen. Das ist dein Ende. Bam! Oh.
Ey, Bro, ich war... ja, das war's mit ihm. Okay, komm, wir gucken mal, Leute. Da ist eine Garage. Er hat einfach wirklich eine versteckte Garage hier unten, Bro. Ey, bitte, hier muss jetzt irgendein krasses Auto sein. Bitte, 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 komm schon. Bitte irgendein krasses... Nein, er hat wirklich ein Spider-Man-Auto. Das ist einfach so ein Lamborghini, Leute. Oh mein Gott. Er hat einfach ein Custom Spider-Man Lamborghini. Oh mein Gott. Das ist irgend so ein Concept-Car, Leute. Das wurde so speziell für Spider-Man angefertigt. Und wir klauen das jetzt einfach. Junge, wir haben das nächste Auto. Okay, ich hoffe, Spidey merkt es nicht. Er ist immer noch am Meditieren. Wir müssen weg hier. Okay, Leute. Besser. Jetzt können wir losfahren. Okay. Oh mein Gott. Ey, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieses Spider-Man-Auto übertrieben schnell ist. Warte mal. Das ist, glaube ich, sogar ein Elektroauto, Leute. Und guckt euch mal die Beschleunigung an. Oh mein Gott, wir waren jetzt schon knapp bei 300. So, dann einmal hier in die Base rein zu den anderen Superhelden-Autos. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir parken das Auto einfach mal hier oben jetzt. Zack. Digga, wir haben jetzt einfach schon 4 Superhelden-Autos. Digga, das ist geisteskrank, Leute. Okay, ich würde auch sagen, wir machen uns jetzt direkt auf den Weg zur nächsten Superhelden-Base. Denn ich bin der Meinung, es fehlen noch ein paar Superhelden, die hier beklaut werden müssen. Okay, Ladies and Gentlemen, wir sind jetzt am nächsten Superhelden-Spot angekommen. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, wir sind hier wirklich irgendwo nirgendwo am Meer. Ihr seht, hier ist das Wasser. Wir brauchen jetzt hier erstmal so ein Jetski, weil die nächste Superhelden-Base ist ein bisschen versteckt. Es handelt sich hierbei nämlich einfach mal um Batman, Leute. Ihr seht, da vorne ist schon so ein U-Boot. Das ist, glaube ich, das U-Boot von Batman. Aber das ist nicht das Fahrzeug, was wir klauen werden. Denn soweit ich weiß, soll Batman hier noch irgendwo eine geheime Villa haben. Oh nein, warte mal. Ist sie das direkt hier vor uns? LOL! Digga, was ist das denn? LOL, tatsächlich! Schaut mal, Leute, Batman hat hier einfach irgendwo nirgendwo am Meer so eine geheime Wasserbase. LOL! Und wenn ich das richtig sehe, ist da auch wieder Security, Leute. Ich guck mal, dass ich da jetzt schnell irgendwie parken kann. Ah, der hat hier unten nämlich so einen Geheimeingang. Da ist Überwachungskamera, Leute. Die müssen wir schnell ausschalten. Weg mit dir! Bam! Okay, die müsste auch sein, Leute. Okay, jetzt schnell. Schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott, wir sind einfach in der geheimen Batman-Base, Leute. Und wir werden jetzt das geheime Auto von Batman klauen. Das heißt, wir gehen einmal hier durch die Geheimtür. Zack. Bruder, wo sind wir hier? Hier, das ist einfach wirklich so eine geheime Batman-Base. Oh mein Gott. Leute, einfach Batman ist hier und... Warum tanzt Batman da, Leute? Wir schleichen uns einfach an Batman vorbei. Ich bin gar nicht hier, Batman. Ich bin gar nicht da. Okay, wir müssen hier in den Geheimraum. Boah, wir sind drin. Ah, Security! Nein! Leute, wir sind zu nah an Batman dran. Wir können jetzt nicht schießen. Wir müssen das Messer nehmen. Wir müssen ganz schnell hinrennen. Er muss noch einmal husten. Komm, schau nach unten. Komm schon. Jetzt! Jetzt! Angriff! Ja! Bam! Okay, den haben wir, Freunde, den haben wir. Da oben ist der Nächste. Komm, den schnappen wir uns. Weil Schüsse auch mit Schalldämpfer würden hier zu sehr schallen in diesem Gang hier. Deswegen müssen wir Messer machen, Freunde. So, komm schon ganz langsam. Überraschung! Bam, Junge! Weg mit dir! Okay, ich bin gespannt, was für ein Fahrzeug... Digga, was ist das denn? Das ist ein Wachen. Okay, die müssen wir auch erst ganz kurz ausschalten, Freunde. So, wir schleichen uns einmal an. Hier oben können wir auch wieder die Waffe rausholen. Und dann würde ich sagen, ja, einmal ein Abgang ins Wasser mit dir, Junge. Rein da! Und du bist auch weg. Tschüss. Okay, Leute, aber jetzt gucken wir uns mal das Batmobil an. Leute, das ist einfach Batman, sein Superheldenfahrzeug. Digga, was ist das? Was ist das für ein... Digga, wie krass ist das denn bitte? Leute! Oh mein Gott, wir haben das geheime Batman-Fahrzeug. Wir haben's. Das sind so Propeller. Sag mal, fliegt das jetzt oder? Ich guck mal, ob ich abheben kann. Tatsächlich! Leute, das Ding kann einfach fliegen. Wir haben's. Wir haben einfach das Batmobil geklaut. Wir haben auch Waffen. Wir können so Raketen schießen. Oh mein Gott. Wir haben LMGs. Oh mein
mein Gott, Digga. Und wir können so Düsen aktivieren. Schaut mal, wir fliegen auch 800 km/h schnell mit dem Batmobil. Guckt euch das Batmobil an. Leute, wir haben das nächste Superheldenfahrzeug geklaut. Ich muss nur irgendwie gucken, dass ich das Ding jetzt hier gelandet bekomme. Okay, ich würde sagen, wir landen den Spaß jetzt einmal. Und dann haben wir das fünfte Fahrzeug, Leute. Okay, wo landen wir das am besten? Ich versuche das mal hier auf der Garage zu landen, Leute. Oh. Ja, aber das sieht gut aus. So, ich glaube, es steht, Leute. Wir steigen aus. Oh, wow, das hat einen Schleudersitz, Bro. Was? Aua. Aber here we go, Leute. Das nächste Superheldenfahrzeug ist geklaut. Digga. Jetzt haben wir das Ironman-Auto. Das Superman-Auto. Das Spider-Man-Auto, das Hulk-Auto und das Batmobil. Das heißt, wir können direkt zum nächsten Superhelden, um das nächste Superheldenfahrzeug zu klauen. Let's go, Leute. Okay, Freunde. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Superhelden. Ne? Kleiner Tipp, ihr seht schon links am Rande. Auf diesem komischen Gestein da sitzt eine richtig krasse Base. Und ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster legen und sogar behaupten, dass das die bisher am meisten bewachteste Base von allen Superhelden ist. Könnte daran liegen, dass da ein Superheld wohnt, der sehr, sehr gut mit dem Start hier ist und deswegen auch einfach gefühlt hunderte Security-Leute vom Start hier gestellt bekommt. Und zwar, Leute, oh mein Gott, ihr seht schon, hier ist wieder überall Security. Ich kann euch schon mal spoilern, in diesem Haus wohnt nämlich einfach mal Captain America. Und ihr seht, der hat am Eingang Wachen. Der hat an jeder Ecke Wachen. Da vorne, oben auf dem Dach, da hinten. Okay, Leute, ich glaube, die beste Idee ist jetzt tatsächlich, dass wir einfach mal hier hoch auf den Berg fahren und mal schauen, ob wir vielleicht die ein oder anderen Wachen von da oben wegsnipen können. Weil ich sage euch ehrlich, wenn da so viele Wachen stehen, die müssen wir wegballern. Sonst kommen wir da nie im Leben rein, ohne dabei erwischt zu werden. So, okay, Leute. Also ich denke, hier oben sollten wir eigentlich eine ganz gute Posi haben, wo wir eigentlich alles auch ganz gut im Überblick haben. Das heißt, ich schaue mir das jetzt erstmal an, was da so abgeht. Digga, ich meine, guckt euch mal diese Base an. Hier überall Security. Da, auf der Seite, da hinten, da unten überall. Digga, die werden wir jetzt alle sowas von wegballern. Ich würde sagen, Leute, mögen die Spiele beginnen. Okay, let's go, Leute. Den ersten snipen wir weg. 3, 2, 1 und bam. Ersten haben wir und ja, das war's dann auch mit ihm. Der nächste, 3, 2, 1, bam. Den haben wir auch. Jetzt der oben. 3, 2, 1. Ah, wisst ihr was? Komm, wir machen erst Beinschuss. Bam. Und rein in den Pool. Und da kannst du absaufen, Junge. Den müssen wir auch noch ausschalten. 3, 2, 1. Feuer. Du bist auch dran. Bam. Und du kannst auch einen Abgang machen. Bam, Junge. Bam, Junge. Wir haben halt jetzt am Eingang noch welche. Um die kümmern wir uns aber gleich. Ich denke, den größten Teil haben wir erstmal beseitigt. Das heißt, wir können jetzt auf das Captain America Anwesen stürmen und sein Auto klauen. Ich hoffe mal, er hat ein geiles Superhelden-Auto parat, was uns nochmal ordentlich Kohle einbringen könnte. Ich würde aber jetzt mal ganz einfach sagen, ich parke hier mal. So, hallo die Herren. Ja, nö, ich darf hier parken. Wisst ihr warum? Weil ich euch platt mache. Bam, Junge. Du bist der Nächste. Zack, Junge. Oh, das ging schnell. Okay, schaut mal, da hinten ist noch einer. Dann machen wir aber auch kurz einen Prozess. Und bam, Junge. Zack. Das war's mit ihm. Ich schleiche mich jetzt mal hier dran vorbei, Leute. Digga, das ist übel das krasse Anwesen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Captain America überhaupt zu Hause ist. Wollen wir mal reingucken, Freunde? Wir schleichen uns mal. Oh, er sitzt da einfach. Ja, was macht er da? Lol. Leute. Einfach Captain America sitzt da. Er sitzt einfach auf dem Sofa und führt Selbstgespräche. Okay. Auch mal interessant zu wissen, was so Superhelden machen, wenn sie alleine sind. Das Ding ist nur, hat er jetzt eine Garage oder irgendwas? Ich glaube, hier geht's nach unten. Wir müssen nur aufpassen. Er darf uns halt nicht sehen. Ey, Leute, ich glaube, wir müssen Captain America kurz bewusstlos schlagen. Ich glaube, wir müssen ihn kurz K.O. schlagen, weil er sieht uns sonst. Ich würde sagen, wir töten ihn nicht, aber wir müssen ihn kurz K.O. hauen. Weil er sieht halt sonst, wir zur Garage runtergehen. Okay, komm, Leute, wir machen kurz einen Prozess. 3, 2, 1. Bam, Junge!
Okay, wir haben ihn kurz schlafen geschickt. Jetzt müssen wir uns beeilen, Freunde. Hier geht's zur Garage. Ey, ich hoffe, er hat irgendein krasses Auto. Bitte lass ihn irgendein krasses... Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist einfach so ein fetter, gepanzerter Ami-Wagen von Captain America. Digga, er hat einfach so einen richtig fetten, gepanzerten Ami-Schlitten. Oh mein Gott, Leute. Mit dem Ding können wir alles so wegrammen. Ey, Leute, so gepanzerte Fahrzeuge sind meistens nochmal extra teuer. Ey, ich glaube, allein dieses Fahrzeug, weil es Captain America gehört, ist mindestens 2 bis 3 Milliarden Dollar wert. Ich meine, das Ding ist gepanzert. Wir können alles zur Seite rammen hier. Bam, Digga. Oh mein Gott. Und das Ding ist einfach geisteskrank getuned. Ich meine, guck mal, wie schnell das ist für so einen gepanzerten Wagen. Ich würde sagen, wir fahren das Teil direkt zu meiner Base und parken das zu den anderen Superheldenautos. Okay, Leute, wir sind da. Oh mein Gott. Ihr seht auch, ich habe unser Batmobil nochmal umgeparkt. Das sieht, denke ich, geiler da oben aus. Junge, wir haben jetzt einfach fast so eine eigene Superheldenbase, weil wir hier fast alle Superheldenfahrzeuge haben mittlerweile. Digga, das nächste Fahrzeug können wir auch parken, ne? Ich überlege nur gerade, wir haben fast keinen Platz mehr. Ich glaube, ich parke das mal hier so schräg oben, ne? So, zack. Und damit haben wir auch das Captain America Auto eingetütet. Digga, Leute, guckt euch mal diesen Anblick an. Oh mein Gott. Damit würde ich sagen, ist nur noch ein letzter Superheld offen. Und zwar handelt es sich hierbei um Flash, Leute. Also einer der schnellsten Superhelden. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, ob er ein schnelles Auto hat, weil er müsste ja theoretisch das schnellste Auto von allen haben. Deswegen würde ich sagen, Leute, ich suche jetzt schnell die Flashbase und dann klauen wir auch das letzte Superheldenauto. Okay, Freunde der Nacht. Ich habe mir kurz ein neues Auto besorgt, damit ich hierher fahren kann. Ich hoffe mal, ich bin hier richtig, denn wenn alles geklappt hat, laut meinem GPS, müsste hier vor uns direkt der Eingang zu Geheim-Flashbase sein, Leute. Ihr seht, hier steht nämlich auch gerade schon Security rum. Und den scheint es beiden nicht so gut zu gehen. Also ich hoffe mal, dass wir hier richtig sind. Ich meine, hier steht wieder Security. Also an sich müssten wir hier richtig sein. Ich würde sagen, Leute, mittlerweile kennen wir das Spektakel. Wir machen hier gar keinen heißen Brei draus. Wir kommen einfach gelaufen, tun so, als wären wir ein Zivilist. Und dann machen wir das ganz schnell, und zwar folgendermaßen. 1 und 2. Und dann liegen sie beide. Und dann spazieren wir in die Base rein, als wäre nie etwas gewesen. Digga, ich hoffe, wir sind hier richtig und haben jetzt nicht irgendwelche Unschuldigen umgeballert. Digga, ich hoffe auch, dass er ein richtig schnelles Auto hat, Leute. Wenn wir hier... Nein. Nein. Das ist er. Leute, das Flash. Da ist Flash. Was macht der da? Lol, der lässt seine Security-Mitarbeiter einfach Liegestütze machen und er feuert die einfach an dabei. Ja, genau. Aber finde ich gut, er will, dass seine Mitarbeiter immer auf Trab sind. So muss das. Und er kümmert sich um die Pflanzen. Also, die haben anscheinend alle was zu tun. Nur, ich sehe kein Auto. Ey, bitte sagt, er hat ein Auto. Der muss doch ein Auto haben. Hier vielleicht? Bitte sagt, er hat ein Auto. Ja, da steht eins, Leute. Okay, was ist das für ein Auto? Lass mal nachschauen. Oh, was? Leute, das hat einfach so einen Raketenantrieb. Das wird richtig schnell sein. Leute, das wird so ein richtig schnelles Auto sein. Oh mein Gott. Okay, wir schalten erstmal ganz schnell den hier aus. Oh, nicht mit einer Panzerfaust. Ein Messer wollte ich haben. So, und dann machen wir das hier ganz schnell von hinten einmal. Zack. Wir müssen doch irgendwie an Flash vorbei, Leute. Ich glaube, Flash, wir müssen das gleiche machen wie bei Captain America. Wir müssen den mal kurz in den Schlaf boxen, Leute. Wir töten ihn nicht. Wir geben ihm nur kurz einmal eine kleine Respektschelle. Und zwar so hier. Bam, Junge. Ja, da schläfst du erstmal. Und du, Kollege, kannst erstmal aufhören damit, ja? Und jetzt würde ich sagen, klauen wir uns mal schnell das Flash-Auto. Let's go! Wir haben es geklaut, Leute. Wir haben es. Digga, und ich glaube, das Auto ist wirklich geisteskrank schnell. Ich meine, Leute, es hat so einen Raketenantrieb. Meint ihr, wir können damit... Es geht! Wir können damit einfach wie eine Rakete losfahren. Leute, einfach ein Auto mit Raketenantrieb. Beiseite! Wow! Und jetzt können wir hier einfach so fliegen, so. Wow! Oh nein! Wir sollten die Autos vielleicht nicht direkt schrotten. Egal, ob es fliegen kann
ob es Raketen hat, ob es einfach vier riesige Reifen hat oder ob es einfach mal richtig fett gepanzert ist. Wir haben es einfach möglich gemacht, jedes Superhelden-Auto zu klauen. Wir haben jetzt insgesamt, ich glaube, 7 Stück. Einmal das gepanzerte Captain America-Auto, das fliegende Iron Man-Auto, dann den Bugatti Bolide oder Bolide, wie auch immer er heißt, von Superman. Dann das neue Raketenauto von Flash. Dann das Custom Concept Car von Spider-Man. Den Monster Truck von Hulk. Und das Batmobile von Batman. Also Leute, ich glaube, das war heute auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag. Wir haben jetzt einen Fuhrpark im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Mal schauen, was ich mir damit kaufen werde. Oder ob ich die Superhelden-Autos einfach für mich behalte. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr mit den ganzen Autos machen würdet. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.